Hallo liebe Leute, herzlich willkommen hier auf myspace.com zu dem Schulschutzprogramm Deluxe. Mein Name ist Cosmo Klein und ich bin ein wenig traurig, am Boden zerstört, könnte man sagen. Denn es ist das letzte Mal, dass wir das Vergnügen haben, eine talentierte Band zu besuchen, denn es ist die 6. Runde. Danach geht's ins Finale und ihr habt die Macht vom 14. bis zum 24. Februar die letztendliche Gewinnerband auszusuchen, die dann nach Montreux fährt und nochmal einen unfassbaren Preis von Schule bekommt. Jetzt widmen wir uns aber erstmal der nächsten Gewinnerband. Diese ist Midas Inc. Kommen aus Göttingen und alles weitere sollen sie euch jetzt selber erzählen. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ihr seid die glorreichen Gewinner der letzten Runde. Danach bin ich tatsächlich arbeitslos. Und werde alleine nach Berlin fahren und weinen. Aber jetzt sind wir erstmal nochmal hier in eurem wunderschönen Proberaum. Und ich habe eben schon von euch erfahren, ihr seid einige Male umgezogen. Also wir befinden uns hier in der Nähe von Göttingen. In welchem Örtchen nochmal? Lenglan ist das. Lenglan. Und warum probt ihr hier in Lenglan und nicht in Göttingen? Das ist die... im Verhältnis die günstigste und beste Location hier, würde ich sagen. Es ist ein cooles Feeling, es ist ein ganzer Komplex, nur okay. Mit Proberäumen. Man hat eigentlich immer Musiker um sich rum, ist cool, und in der Innenstadt findest du ja nichts. Also höchstens im Industriegebiet alte Kellerräume, und das ist halt irgendwie inspirationsmäßig nicht so das Beste, was man machen kann. Klangtechnisch. Okay. Klangtechnisch auch, ja. Also ihr habt ein paar Mal vorher auch schon Pech gehabt mit Proberäumen sozusagen, ne? Allerdings. Also wir hatten kleinste Räume, weil wir sind ja auch noch 6 Mann, Winzraum, alle reingefercht, und dann standen wir da alle irgendwie mit unserem Equipment, und da ist es zwar ungeheizt, schimmelig ab und zu, aber mal alles durchgemacht. Jedes Mal eine Steigerung, jedes Mal umziehen hat sich gelohnt. Okay. Jetzt sind wir froh, hier zu sein. Und jetzt seid ihr hier, und hier ist auch echt gemütlich, finde ich. Ne? Es gibt euch jetzt 3 Jahre, und unter euch funktioniert noch alles ganz gut, weil ich habe gesehen, ihr habt jetzt schon so ein Proberaum-Regelwerk. Das ist echt das Lustigste, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Aber wahrscheinlich ist das ganz nützlich. Dient wozu? Um letztendlich irgendwie die Kommunikation beim Songschreiben irgendwie hinzukriegen? Ja, geht quasi darum, einfach eine konstruktive Atmosphäre zu schaffen, irgendwie um produktiv zu arbeiten und hier halt nicht irgendwie sich in Streit zu verlieren über Songwriting-Sachen, die eigentlich Kleinigkeiten sind. So, das merkst du halt ganz schnell, dass da mal die Gemüter hochkochen, das haben wir mal gemerkt, und deswegen versuchen wir uns da irgendwie, ja. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil das, oft steht einem ja das eigene Ego dann auch öfters so im Wege, ne? Das heißt, ihr schreibt die Songs einfach alle zusammen, also ihr erjammt die sozusagen, oder? Ja, nicht ganz, also da würde ich sagen, spielt Michi eine große Rolle und Albert, die machen viel zu Hause auch an ihren Rechnern, viel Home Recording und so, bringen dann Ideen mit, mal mehr, mal weniger. Und dann kommen die Jam dazu, dann kommen noch Ideen dazu. Aber erstmal nehmen wir die Idee, schaffen sie uns drauf, zocken die, und dann kommen die Ideen dazu. Wie wächst das? Wie kann man die Songstruktur ändern? Wie kann man vielleicht noch was dazu packen? Aber man braucht schon ein Grundgerüst. Wenn 6 Leute mit Ideen ankommen oder alle Jam, haben wir gemerkt, ist es auch zu viel. Weil das ist genau das Gleiche mit den Regeln. Und das ist halt schon ein ganz gutes Prinzip auf jeden Fall. Und wenn man jetzt eine Idee hat, ich einen Song schreiben möchte, gehe ich zum Beispiel zu Michi und dann hocke ich mich bei ihm hin. Und dann nimmt man es erstmal auf, dann laden wir es irgendwo online hoch. Ja. Eine einfache Demo, dass alle sich schon reinhören können, und dann treffen wir uns hier. Ja, und dann geht jeder noch so seinen Style rein irgendwie vom Songwriting, und das ist dann so, glaube ich, die Mische, die dann unseren Sound und unsere Vorstellung von Musik ergibt irgendwie, dass da so eine offene Atmosphäre da ist, um Ideen zu verwirklichen. Es funktioniert auf jeden Fall ganz gut mit den Regeln, und weil die Songs sind wirklich super, also zumindest Party. Der Titelsong von eurer EP gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. So, jetzt befinden wir uns in Göttingen. Jetzt würde man denken, was macht so eine Band in Göttingen? Ne? Also geht hier besonders viel, oder warum seid ihr hier? Seid letztendlich zum Studieren hier eigentlich. Ja. Das ist richtig. Ja, so. Und wie ist das in naher Zukunft, wenn eure Studien dann beendet sind? Werdet ihr wahrscheinlich in alle Himmelsrichtungen wieder verteilt sein? Oder plant ihr das schon mit ein, quasi in eurer nächsten Zukunft, dass ihr
das irgendwie so regelt, dass die Band zusammenbleibt, oder müsst ihr euch dann... Das planen wir auf jeden Fall mit ein. Also das spielt für uns alle eine große Rolle und das ist uns auch klar, weil jeder für den anderen einsteht. Und wir sagen, klar ist es wichtig, dann auch Geld zu verdienen, weil Band ist auch, bringt noch gar nicht ganz so viel Geld ein, kennt ja jeder, der Musik macht. Aber ich, auf jeden Fall ist das in der Planung mit drin. Man sucht dann zum Beispiel nach einer halben Stelle und so weiter, die einen gut finanziert, man aber trotzdem die Möglichkeiten hat, hierher zu kommen, zum Proben und so weiter. Und vor allem der Weg ist zwar weit teilweise, man kommt halt darauf an, wo man hinkommt in Deutschland. Man muss kann sich hier und da bewerben, ob man jetzt, gut ist zum Beispiel Hannover, ist zum Beispiel eine größere Stadt, da gibt es eine Menge Jobs. Ja. Und das ist nicht so weit weg. Göttingen selbst ist halt schon ein bisschen kleiner, aber die größere Stadt liegt nicht weit weg. Ja, ich glaube, keiner würde jetzt einfach so nach München gehen. Also das ist einfach ganz klar so. Also da steht einfach die Band auch drüber und da wäre sich die Person, denke ich, auch bewusst, dass das zu Komplikationen führen würde irgendwie. Ja geil, also das heißt, man kann euch wahrscheinlich demnächst bald auch irgendwo live sehen. Wann wäre das wo der Fall? Habt ihr das im Kopf? Ja, jetzt im Februar nochmal im Exil hier in Göttingen. 24. genau. Und danach, also es steht alles auf unserer MySpace-Seite, alle unsere Shows und bei Facebook auch. Und da kommt jetzt noch einiges dazu. Also ist ja jetzt gerade die große Bewerbungsrunde, Phase für Shows und. Okay. Aber News und alles kriegt man immer über alle Online-Portale. Facebook. Ja, gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und jetzt gibt es ja dann noch Geschenke und wir hören euch noch live. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Und wir sehen uns hoffentlich in Montreux dann. Ja, fantastisch. Ja, klasse, erstmal, ja, wir danken auch mal, dass wir bei euch sein dürfen im Proberaum. Ihr habt ja die 6. Runde jetzt hier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch mal. Danke. Und euer Preis war ja, wie alle anderen Bands natürlich auch, die 2000 Euro im Wert. Euch aussuchen, das Material. Und da haben wir auch so ein paar Sachen mitgenommen, was ihr euch so ausgesucht habt. Das erste war, glaube ich, ein Gesangsmikrofon, Wette 58, Liedgesang. Wer kriegt das? Das kriege ich. Nee, zweiter. Wahrscheinlich schon packen. Aber ihr habt eh schon mal, also ihr macht zwei Liedgesang irgendwie, habt ihr gesagt. Cool, richtig. Dann die Backing Vocals waren die S58. Ja, da bin ich dabei. Ja, großes Geschäft. Dann nehme ich auch mal eins. Ja. Kann zwar nicht singen, aber. Trotzdem bei uns. Sonst dort rufen kannst du irgendwie. Aber ich kann auch rufen. Dann haben wir das S57, Gitarrenmikrofon. Wir wollten das speziell mitnehmen, oder? Da drüben bei dem hier Kuchen. Einmal. Das würde ich von mich nehmen. Dankeschön. Genau. Vielen Dank. Und du wolltest auch dann gleich noch das SM27. Speziell haben wir schon gesagt, als Gesang und auch Gitarrenabnahme, ne? Also genau, Akustikgitarre und hauptsächlich Vocals auf jeden Fall. Genau, ist ja schon. Dann nehme ich sonst so. Ja, genau. Das sind deine Meinung. Dann haben wir noch ein Funkset, Performance Gear. Von Basser haben wir gesagt, ne? Richtig. Auch du. Noch ein Geschenk. Mit der Gitarre drauf. Großartig. Ja. Dankeschön. Ja, und dann kommen wir schon zu den In-Ears und Kopfhörern. Ein 535er. Nein, nicht. Ja, streit euch was. Du hattest ja schon was. Ihr dürft alle mal hören. Komm, dann nimmst du das. Okay. Da gibt Brita Handel aus. Ja. Und dann auch nochmal zwei Kopfhörer. Davon nehmen wir noch einen. Danke. Braucht ihr die mehr zum Recorden oder? Ja, ich zum Recorden auf jeden Fall. Vielen Dank. Dann macht ihr eine praktische Sache. Click-Track irgendwie live oder so? Oder? Nee, das ist schon für zu Hause. Ja. Dann viel Spaß damit. Sache. Vielen Dank. Ja, danke. Ja. Super, vielen Dank. Gleich mal ausprobieren. Awesome. Ja, awesome. Awesome. Total. Yes. Ja, liebe Leute, das war's von uns, von mir, Cosmo Klein. Ich verabschiede mich. Jetzt liegt es an euch. Ihr könnt es entscheiden. Vom 14. bis zum 24. Februar habt ihr die Macht, könnt ihr auf MySpace und auf Facebook abstimmen über den Gewinner. Überlegt euch gut, wen ihr wählt. Und man sieht sich in Montreux wahrscheinlich. Ciao.